feel like I'm losing my mind. Guten Morgen, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Wir wollen heute backen. Und zwar backen wir uns zwei schöne große Buttermilchbrote. Und das geht verhältnismäßig schnell, ist easy zu machen. Kann man auch einen Sonntagmorgen, wie wir das jetzt gerade machen. Dann kann man die schön lauwarm frühstücken. Richtig geile Nummer und bringt auch viel Spaß, das mal eben schnell zu machen. Es kommt jetzt unser Jingle und dann geht's los. Ich habe hier so eine Flasche Limut mit Buttermilch drin. Davon brauchen wir 300 Milliliter. Die fülle ich mir jetzt mal hier rein. Die muss so ein bisschen verschlagen sein. Da brösel ich jetzt einen halben Würfel frische Hefe hinein. Habe ich es eben schon gesagt, also die muss ein bisschen verschlagen sein, die Milch. Sonst geht ja unsere Hefe hier jetzt nicht auf. Viele Leute machen das ja auch ein bisschen anders als ich. Ich lasse aber die Hefe immer vorher einmal so ein bisschen reagieren, damit es mir wirklich sicher ist, dass die dann auch funktioniert. Ich gebe der Hefe jetzt ein bisschen was zu essen, indem ich da einfach einen schönen Esslöffel Zucker rein tue. Und dann muss ich das einmal so ein bisschen aufschlagen. Ich schlage das jetzt so ein bisschen auf, damit es alles zusammen schön aufgelöst ist. Und dann stelle ich das gleich einmal kurz zur Seite. Währenddessen werde ich dann gleich schnell mein Mehl sieben, damit es dann auch gleich weitergehen kann. Jetzt brauchen wir noch 1,5 Teelöffel Salz. Das tue ich jetzt zu dem Mehl dazu. Ich bin da so ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich habe einmal schön in meine Hefe das Salz getan, aber meine Hefe tot. Ich vermische das Mehl jetzt hier kurz mit dem Salz, damit das nicht alles so auf einem Haufen ist. Dann müssen wir jetzt einmal kurz nach meiner Buttermilch gucken. Ich tue jetzt meinen Buttermilchmix hier zu meinem Mehl. Das ist, glaube ich, zu früh heute Morgen. Und werde das jetzt in meine Maschine tun und werde das schnell aufschlagen. So, ab in meine Rührmaschine und damit kneten wir jetzt einen schönen Teig. So, mein Teig ist fertig. Ich kann den jetzt hier schön wieder in seine Schüssel befördern vom Kniethaken. Klasse. Hat eine schöne Konsistenz, klebt noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Die nehmen wir jetzt hier raus. Mein Teig muss jetzt 30 Minuten ziehen, da kommt jetzt schön ein Tuch drüber und dann stelle ich das jetzt an einen warmen Ort. So, ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsfläche. Eigentlich muss ich das gar nicht, weil die Arbeitsfläche ist so eine Silikonfläche, die ich mir hier hinten hinlege. Dann nehme ich mir jetzt meinen Teig und werde den jetzt hier drauf ein bisschen kneten. Immer schön dehnen und falten. Und dehnen und falten. So machen wir das jetzt die ganze Zeit, einen Augenblick und dann geht es gleich weiter. So, ich habe das jetzt hier schön geknetet und werde das jetzt halbieren und daraus zwei kleine Brotlaibe dann machen. So, Brotlaib Nummer 1 haben wir, Nummer 2 mache ich mir hier jetzt gerade. Und dann kommen die beide auf mein Blech, das habe ich mir schon vorbereitet. Und dann müssen die nochmal 20 Minuten gehen. In der Zeit heizt ja meinen Ofen vor. So, die liegen jetzt hier schön drauf. Jetzt kommt da gleich ein Tuch drüber. Ich stelle die nochmal warm weg. So, meine kleinen Brote sind mittlerweile ein bisschen gegangen wieder. Ich nehme mir jetzt einen Pinsel mit ein bisschen warmem Wasser und mache das hier drüber. Backofen ist heiß. 220 Grad. Da kommt es jetzt gleich rein. Und während ich das hier mache, könntet ihr, wenn ihr wollt, uns ja schon mal einen Daumen geben. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert ihr uns. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne unten reinschreiben. Ich beantworte die natürlich super gerne. Wenn euch die Videos gefallen, dürft ihr das natürlich auch gerne da reinschreiben. Wir tun jetzt die Brote in den Backofen. Unser Backofen hat wieder Licht. Juhu, ich tue jetzt mein Brot hier hinein für 10 Minuten, um das goldbraun zu backen.
Unsere Brote sind jetzt schön braun. Ich gehe jetzt mit meiner Temperatur runter auf 185 Grad. Mach das hier einmal kurz auf, dann könnt ihr unsere Brote auch schon einmal so ein bisschen sehen. Sehen doch geil aus, oder? Sind jetzt da so ein bisschen ausgebrochen, aber das macht gar nichts. Ich tue da jetzt noch mal ein bisschen Wasser wieder drüber. So, meine Uhr sagt mir, unser Brot ist fertig. Da wollen wir mal gucken gehen. Mmh. Ich hatte ein bisschen Alufolie oben drauf gelegt, damit sie mir nicht verbrennen. Da ist mein erstes. Da ist mein zweites. Die sehen doch klasse aus, oder? Super geil. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten. Ich kann die jetzt natürlich noch nicht anschneiden. Die sind natürlich noch glühend heiß. Wir müssen einen ganz kleinen Moment warten und dann schneide ich die gleich mal an. Und dann könnt ihr sehen, wie genial die geworden sind. Schätzchen, welches wollen wir denn nehmen? Das oder das? Das. Das? Ja. Okay, dann nehmen wir das. Ich schneide mal von hier aus an. Alter, ist das noch warm. Aber wir wollen ja auch warmes Brot haben. Oh, ja. Richtig geil, aber ich glaube, ich brauche ein schärferes Messer. Dieses Messer hier ist gerade richtig schlecht. Also zum Schneiden, was halt so mega frisch ist, natürlich immer schwierig. Ich katsch mir hier einen runter. Sorry, ihr da draußen, es tut mir echt leid, aber dieses Brot lässt sich halt noch nicht so gut schneiden, weil es halt noch irre heiß ist. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal von innen. Hier ist es mega fluffig und sieht richtig gut aus. Wir werden jetzt noch einen Augenblick warten müssen, bevor wir das Ganze aufschneiden können und genießen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit unserem Brot. Das Brot sieht schon toll aus, ne? Mega fluffig. Und ich habe auch jetzt richtig Bock zu frühstücken. Frühstückstisch steht hier ja auch schon. Ist auch schon mega spät geworden bei uns, weil wir so lange rumgedaddelt haben hier. Aber egal. Ihr findet unten in der Description Box wie immer ein Rezept. Das habe ich schon hier. Ich habe es sogar ausgedruckt hier liegen. Da ist es. Das könnt ihr euch runterladen. Da steht wieder genau das geschrieben, wie wir es gemacht haben. Vielleicht guter Tipp, vielleicht habt ihr Bock, das am ersten Feiertag zu machen, für einen zweiten Feiertag morgens oder so, kann man tolle Sachen mitmachen. Kann man auch noch Körner mit reintun in den Teig. Also da kann man bestimmt noch ganz viele Varianten machen und hört sich richtig gut an. Vielleicht mache ich auch demnächst nochmal ein neues, mal gucken. Das war es auf jeden Fall für heute. Wir genießen heute unseren vierten Advent. Rauskommen wird es jetzt am Dienstag. Deshalb wünschen wir euch eine schöne vorweihnachtliche Woche. Gebt uns einen Daumen, schreibt uns Kommentare unten rein. Wir freuen uns drüber und werden sie sofort auch beantworten, sofern wir nicht gerade am Arbeiten sind. Und es sagen Tschüss und Frank von footblockhamburg.de. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann, euer Frank. Ciao, ciao. Every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place.